Der Traum von einem besseren Leben endet an einer italienischen Straße. Auf einer dreckigen Matratze zwischen benutzten Kondomen. Precious, wie sich das Mädchen jetzt nennt, wurde als Zwangsprostituierte aus Nigeria nach Italien gebracht. Precious, du hast keine Wahl. So läuft das jetzt. Du musst dich prostituieren. Mit diesen Worten nahm sie ihre Zuhälterin in Empfang. Schätzungsweise arbeiten bis zu 30.000 Frauen aus Nigeria als Prostituierte in Italien. Verkauft von ihren Ehemännern oder Familien, bringen sie Schlepper aus Afrika nach Europa. Sie haben keine Dokumente mehr, also sagt man ihnen, der einzige Weg, Geld zu verdienen, ist durch Sexhandel. Die Zuhälterinnen sind nigerianische Frauen, die sich Madams nennen. Jede besitzt mehrere Mädchen. Die Madams waren früher oft selbst Prostituierte. Nun organisieren sie das Geschäft mit dem Sex. Gleich bei ihrer Ankunft stellen sie den Mädchen eine Rechnung. Im Fall von Precious waren das 20.000 Euro. So viel soll ihre Überfahrt aus Nigeria gekostet haben. Um die Schulden zu begleichen, lässt das Mädchen sich verkaufen. An bis zu 10 Männer pro Tag. Ich war gerade erst angekommen. Ich wusste nicht wohin. Ich war sehr, sehr verwirrt. Ich war frustriert. Ich fragte mich, will ich so leben und werde ich so sterben? Die Odyssee der Mädchen beginnt oft schon in ihrer Heimat. Um sie gefügig zu machen, werden sie vor ihrer Abreise vergewaltigt. Ein Voodoo-Priester setzt sie dann noch zusätzlich unter Druck. Sie brachten mich dorthin, um zu schwören. Es gibt einen Schamanen, der sagte, wenn ich mich weigere, Geld zu zahlen, werden mich Geister auf dem Friedhof wahnsinnig werden lassen und mein Leben elendig machen. Das System der Menschenhändler ist ausgeklügelt. Ein enges Netz aus Überwachung und Kontrolle, dezentrale Strukturen und Unterstützung der italienischen Mafia. Dazu verängstigte Mädchen. Sie sind so 16 oder 17 Jahre alt, bis maximal 24. Sie nehmen diese Mädchen, weil sie offenbar anfälliger für die Strategie der Menschenhändler sind. Die italienische Regierung versucht, gegen die Banden vorzugehen, stellt für den Kampf gegen die Menschenhändler mehr Geld zur Verfügung. Hilfe bekommen aber nur wenige. Precious hatte Glück. Nach 7 Monaten als Prostituierte greift sie die Polizei auf und übergibt sie an eine Hilfsorganisation. Die Drohungen ihrer Peiniger aber gehen weiter. Sie rufen immer noch an und bedrohen meine Mutter, aber sie werden es nicht schaffen. Keine Drohung der Welt wird mich dazu bringen, mein jetziges Leben aufzugeben. Precious macht mittlerweile ein Praktikum in einem Altenheim in der Nähe von Rom. Als Prostituierte will sie nie wieder arbeiten. Er würde sie nach Nigeria zurückgehen.